Fische, das ist eure Monatslegung für den Monat Januar. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Und meine kleine Tochter könnt ihr heute wieder im Hintergrund hören. Die will noch nicht ganz, wie ich das will. Ja, noch zur Erklärung, wer das erste Mal zuschaut. Die männlichen Fische. Ihr seid bei mir in der Legung hier die Dame. Also die Geschlechterrollen können vertauscht sein. Und euer Gegenüber, euer Herzensmensch, die Frau, der euer Herz gehört, das ist hier in meiner Legung aber der Herr. Was gibt es noch zur Erklärung? So eine Legung kann auf euch zutreffen, muss sie aber nicht. Wo ihr sagt, boah, das tut euch jetzt gar nicht gut, wenn ihr das hört, oder das ist irgendwie nicht stimmig zu euch, dann einfach vergessen. Gut, dann fangen wir mal an, liebe Fische. Wir schauen uns als allererstes die Eckkarten an. Das ist hier einmal der Mond, die Sterne, der Bär und das Herz. Das sind die Themen, die euch hauptsächlich diesen Monat beschäftigen. Hier der Mond, der liegt im Reiter. Da geht es bei euch diesen Monat um eure Gefühle. Der Mond ist so die Bauchgefühlkarte. Ihr beschäftigt, also ihr macht euch viele Gedanken um eure Gefühle, was ihr so fühlt. Es könnte aber auch sein, da der Reiter für Kontakt steht, dass ihr jemandem eure Gefühle anvertraut diesen Monat. Das kann jemand sein, den ihr schon kennt, das kann jemand sein, also das ist jetzt nicht festgelegt, wer das ist, aber ihr werdet euch vielleicht auch jemandem anvertrauen, dass ihr es nicht mehr alleine mit euch rumtragen müsst. Oder ihr vereinbart aus dem Gefühl heraus vielleicht ein Treffen oder einen Kontakt. Das spielt für euch eine Rolle diesen Monat. Dann schauen wir mal hier drüben, was die Sterne genauer bedeuten. Die Sterne stehen ja eigentlich für klaren Durchblick, für Wünsche, für Erfüllung. Die Sterne liegen hier aber im Sarg. Das bedeutet, der Erfolg oder die Wünsche, die werden wohl diesen Monat noch eine Weile auf sich warten lassen, liebe Fische. Oder man traut sich selber, vielleicht traut ihr euch selber zu wenig zu und bleibt deshalb auf der Strecke. Also ihr bremst euch praktisch selber aus und ja, ihr könntet vielleicht den Erfolg erreichen in bestimmten Dingen, aber ihr traut ihn euch einfach nicht zu und daran liegt das Scheitern. Das ist eigentlich sehr schade. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr das durch die Legung wisst, das ein bisschen beeinflussen. Dann schauen wir mal hier unten. Hier liegt der Bär. Der Bär liegt hier im Mond. Also wir wissen ja jetzt schon, dass der Mond die Gefühlskarte ist. Das könnte sein, dass dass ihr Anerkennung bekommt von einem Mann. Die weiblichen Fische, die männlichen Fische, könnte sein, dass ihr auch Anerkennung von einem Mann bekommt. Das ist dann nicht vertauscht, vielleicht von eurem Chef, eurem Bruder oder sonstigem. Dann kann es sein, dass ihr vielleicht zurzeit sehr sensibel seid oder dass dieser Mann sehr sensibel ist. Ihr werdet diesen Monat sehr viel aus dem Bauch raushandeln, aus dem Bauchgefühl. Es könnte aber noch für den einen oder anderen Fisch bedeuten, dass ihr Angst um einen Mann habt. Da weiß ich jetzt nichts Genaues, das sagt euch wahrscheinlich mehr als mir. Und dann schauen wir noch das Herz an. Das Herz liegt hier im Ring. Das ist eine ganz, ganz schöne Kombi. Beim Ring geht es um Verträge, aber auch um die Ehe. Es kann auch manchmal um Dinge gehen, die sich immer im Kreis drehen. Das Herz steht einfach für die Liebe. In den meisten Fällen für eure Gefühle und Liebe. Also hier bei dem Herz und bei dem Ring geht es darum, das ist entweder eine sehr, sehr harmonische Ehe zurzeit bei dem einen oder anderen. Oder wenn ihr eine Verbindung eingehen wollt, dann ist es wirklich eine Herzensverbindung. Kurz zur Erklärung, es gibt Beziehungen, das weiß jeder von euch. Beziehungen, die man führt, in denen man sich aber nicht liebt. Und andersrum gibt es Leute, die sich lieben, aber keine gemeinsame Beziehung führen. Und das Herz, also beim Herz schaut man eigentlich so, was passiert mit der Liebe, und beim Ring schaut man, gibt es eine bestehende Beziehung oder was kommt so in der Beziehung
Und beides zusammen heißt hier, dass ihr eine Beziehung führt oder viele von euch eine Beziehung führen, wirklich mit dem Menschen, in den sie auch verliebt sind. Oder hier eine Beziehung kommt mit einem Menschen, in den sie wirklich, wirklich verliebt sind. Was könnte man noch sein? Es könnte noch sein, dass ihr hier sehr viel Herzblut in eine Verbindung gebt. Ja. Gut, liebe Fische, dann schauen wir mal, wo liegt ihr denn? Wie geht es euch? Was ist so das hauptsächliche Gefühl, das ihr diesen Monat habt? Ihr Fische liegt hier im Haus 8 und im Haus des Hundes. Euch sind diesen Monat vielleicht... ich glaube, ihr fühlt euch sehr wohl mit euch selbst. Ihr kennt euch ganz gut diesen Monat. Ihr seid euch selber treu. Und ja, vielleicht spielt bei euch auch bei dem einen oder anderen Freundschaft eine große Rolle diesen Monat. Und dann können wir schauen, was liegt so um euch rum. Also gleich dazu gesagt, euer Herzensmensch liegt hier direkt neben euch. Also ihr seid euch sehr, sehr nahe diesen Monat, aber dafür spricht auch das Herz und der Ring. Also ich meine, alles, was ich gerade hier gesagt habe, das zeigen auch die Karten. Ihr schaut euch leider nicht an, aber näher als hier geht es in der Legung eigentlich gar nicht. Also ihr seid sehr verliebt, sehr verbunden, gemeinsam. Wenn jetzt der ein oder andere Single unter euch ist, dann könnte das sein, dass ihr noch an jemanden hängt und der eigentlich immer noch genauso präsent ist, wie es davor war, obwohl die Beziehung vielleicht schon getrennt ist. Oder ihr habt jemanden kennengelernt und euch tatsächlich schon verliebt und denkt schon über eine Beziehung mit diesem Menschen nach. Also liebestechnisch ist es ein guter Monat für euch. Gut, was beschäftigt euch noch so? Euch beschäftigt noch euer Zuhause, eure Familie. Schauen wir mal, wo liegt das Haus hier genau? Das Haus liegt hier im Turm. Also hier könnt es vielleicht, entweder nehmt ihr Abstand von der Familie oder es gibt vielleicht einen Streit in der Familie, aber eher spricht es so für einen Rückzug aus der Familie oder ihr zieht euch zu Hause zurück diesen Monat. Schauen wir mal, ob da noch mehr rauskommt. Dann der Ring. Der Ring liegt hier im Brief. Ihr bekommt hier sogar Nachrichten zu einem Vertrag, einer Verbindung. Vielleicht geht ihr einen Vertrag oder eine Verbindung auch erst nach dieser Nachricht diesen Monat ein. Vielleicht geht es um diese, vielleicht geht es aber auch um eine andere. Kann natürlich auch sich um die Arbeit handeln oder sonstige Verträge. Dann beschäftigen euch diesen Monat Geheimnisse. Und ihr habt diesen Monat sehr, sehr stark Geheimnisse, wahrscheinlich vor euch selbst, da unter euch oft auch so diese unbewusste Ebene liegt, über, also was ihr so denkt und fühlt, was ihr aber gar nicht bewusst wahrnehmt. Also hier wird irgendwas vor euch selbst noch verheimlicht und ihr wollt euch irgendwas noch nicht so eingestehen. Das Herz haben wir schon geklärt. Euer Gegenüber spielt eine große Rolle für euch. Euer Gegenüber liegt aber hier in den Störchen. Das könnte für den einen oder anderen auch bedeuten, dass ihr euch einen Neuanfang bei eurem Gegenüber wünscht. Vielleicht gibt es auch ein paar Fische, die bereits einen Partner haben. Aber ja, entweder ihre Beziehung neu aufleben lassen wollen oder sich sogar vielleicht einen neuen Partner wünschen. Das könnte auch sein. Vielleicht gibt es auch ein paar, die ihren Partner immer verändern möchten. Das geht nur leider nicht, kann ich jetzt hier gleich dazu sagen. Hier bei den Blumen, diese Leichtigkeit, den Spaß, eure Hobbys, alles, was ihr eigentlich mögt, das ist diesen Monat irgendwie ein bisschen überschattet von Belastung oder macht euch nicht ganz so viel Spaß oder hier kommt vielleicht Karma auf euch zurück. Was liegt noch? Hier die Vögel. Die Vögel liegen hier in der Sense. Das könnte sein, dass Gerüchte, die vielleicht die Runde machen, endlich enden oder abrupt enden. Die Leute über euch vielleicht ihre Meinung ändern. Oder dass ja, ein gewisses Gefühl von Leichtigkeit diesen Monat auch abrupt wegen einer Sache, sagt mir das Gefühl, irgendwie endet. Hier der Reiter würde mich interessieren, der liegt ja hier schon im Mond. Was war das vorher, diese Gefühlsbegegnung mit jemandem oder dass jemand eure Gefühle offenbart? Und hier liegt der Reiter in den Ruten. Das heißt tatsächlich Gespräche mit jemandem. Also Gespräche mit jemandem, den ihr persönlich trefft. Ja, das werden wahrscheinlich diese Gespräche über eure Gefühle sein.
Ja, dann, wenn wir jetzt gucken möchten, was beschäftigt euer Gegenüber diesen Monat, dann brauche ich gar nicht so viel erklären, weil euer Gegenüber beschäftigen genau dieselben Dinge. Denkt auch über diesen Herzensvertrag nach. Hat jetzt aber nicht die Geheimnisse, aber die spürt euer Partner vielleicht. Auf jeden Fall, das sind aber eure Geheimnisse, aber die beschäftigen ihn, das merkt er. Er ist in Gedanken auch bei euch. Und hier oben haben wir auch die zwei selben Karten. So, liebe Fische. Dann schauen wir mal rein in eure Finanzen. Das ist die Fische-Karte, die liegt hier oben. Die liegt im Haus des Kindes. Das bedeutet, entweder tut sich finanziell was, ihr bekommt eine Kleinigkeit finanziell vielleicht geschenkt. Oder ihr wünscht euch finanziell einen Neuanfang, könnte es noch bedeuten. Oder ein Neuanfang, es muss nicht immer ums Finanzielle gehen, wird euch immer wichtiger zu einem bestimmten Thema. Das könnte es auch heißen. Und dann schauen wir noch in euren Beruf. Euer Beruf ist der Anker. Der Anker liegt. Wo liegt der Anker? Wir doch schon, oder? Ah ja, der Anker liegt hier drüben. Der liegt im Haus des Herzens. Hier könnte es sein, dass eure Liebe zum Beruf zurzeit sehr groß ist oder ihr einen Beruf gefunden habt, den ihr wirklich von Herzen macht. Es könnte aber auch um Liebe am Arbeitsplatz gehen, also um einen älteren Mann am Arbeitsplatz oder allgemeine Beziehung mit einem Arbeitskollegen. Könnte hier eine Rolle spielen. Der Anker könnte aber auch noch für eine Sehnsucht, die nicht vergeht, sprechen. Also eine Sehnsucht von einem Menschen, den ihr vielleicht liebt, die diesen Monat auf jeden Fall nicht vergeht. Was ich ganz vergessen habe, jetzt kommen eure zwei Aufgabenkarten. Das ist hier einmal die Sonne und hier unten einmal das Schiff. Vieles passiert ja von alleine jeden Monat, vieles könnt ihr beeinflussen, aber mit den zwei Dingen solltet ihr euch ganz besonders beschäftigen. Das solltet ihr durchdenken oder euch vielleicht sogar aufschreiben. Hier oben die Sonne liegt in den Sternen. Also hier unten drunter liegen eigentlich die Sterne. Das bedeutet, ihr solltet euch hinsetzen und euch Gedanken darüber machen, was sind eigentlich meine Wünsche? Und eure Wünsche werden euch diesen Monat ganz, ganz klar werden. Und wenn ihr euch damit befasst, dann können eure Wünsche diesen Monat auch schon umgesetzt werden. Also das wäre sehr wichtig. Wenn ihr einfach nur darauf hofft, dass was passiert, dann weiß ich nicht, ob es so sicher eintritt. Aber wenn ihr euch damit beschäftigt, dann klappt es auf jeden Fall. Und hier unten, das Schiff steht auch für Träume, Wünsche, kann auch explizit für Reisen stehen. Das Schiff liegt hier unten im Kreuz. Entweder habt ihr verstärkt das Gefühl, ihr wollt irgendwie verreisen oder was erleben, oder eure Wünsche werden euch vielleicht immer wichtiger diesen Monat. Könnte aber auch sein, dass eine Reise abgesagt wird. Je nachdem, vielleicht haben hier einige gebucht und durch Corona wird jetzt hier was abgesagt. Könnte ja auch sein, ist gerade bestimmt oft der Fall. Und dann schauen wir noch, wo segelt das Schiff denn hin? Was wünscht ihr euch denn noch so? Da können wir noch gucken, in welche Richtung das Schiff zeigt hier. Zum Baum, das heißt die Gesundheit. Ihr wünscht euch Gesundheit für euch selber und ja, das sagt mir, ihr wünscht euch, dass ihr irgendwo Wurzeln schlagen könnt. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere Fisch irgendwie so ein bisschen. Vielleicht fühlt sich der ein oder andere Fisch hier so ein bisschen verloren und würde gern irgendwie mal ankommen. Der Baum ist manchmal so ähnlich wie das Haus. Genau. Dann schauen wir nochmal alle eure Karten durch. Also den Mond haben wir bereits geklärt, dann die Wolken hier. Hier habt ihr bei irgendwas nicht ganz den Durchblick. Hier im Glück. Das könnte sein, das Glück, das ihr bis jetzt hattet, vielleicht vergeht. Oder ihr irgendwie den Durchblick verliert und somit auch das Glück.
Die Lilie liegt hier im Haus 3, im Haus des Schiffs. Hier könnte eine Affäre auf euch zukommen, eine Reise mit einem älteren Mann oder eine Reise mit eurer Familie. Vielleicht bekommt ihr ja die nächste Zeit hier auch eine Reise geschenkt. Dann der Park, die Öffentlichkeitskarte für mich, das heißt immer so das Schaufenster nach außen. Das liegt im Haus, das sagt mir, ihr könnt bei eurer Familie zurzeit ihr selbst sein oder ihr fühlt euch mit eurer Familie, wenn ihr mit eurer Familie was unternehmt, sehr wohl. Die Schlange liegt hier im Baum. Ihr macht euch hier Gedanken, aber das hat das Schiff hier unten auch schon gesagt, ihr macht euch hier Gedanken, ihr würdet gerne irgendwie ankommen oder noch verwurzelter werden. Da weiß ich jetzt nicht so ganz, was gemeint ist, ihr wahrscheinlich mehr wie ich. Dann der Brief liegt in den Wolken. Hier gibt es eine Nachricht, die euch, ja, hier kommt eine Nachricht auf euch zu, da seid ihr euch danach dann irgendwie nicht sicher. Da seid ihr nicht sicher, wie ihr vielleicht entscheiden sollt oder ihr wart euch sicher, dann kommt die Nachricht und die Nebelwand oder es ist eine Nebelwand da und dann kommt eine Nachricht und ihr wisst danach besser, was ihr machen sollt. Könnte jetzt eins von beiden sein. Hier kommen Gespräche auf euch zu, Gespräche in der Schlange, Gespräche, die euch viel nachdenken lassen oder wo ihr vorher schon viel drüber nachdenkt und dann ins Gespräch geht. Das Kreuz haben wir schon geklärt, die Vögel haben wir geklärt, den Reiter haben wir geklärt, die Mäuse, was geht hier in den Verlust? Hier geht kleiner Kummer in den Verlust diesen Monat. Also wenn ihr noch kleinen Kummer habt oder irgendwas an euch nagt, das hört bis zum Ende des Monats auf. Die Finanzen haben wir schon geklärt. Die Sense, hier kommt irgendwas zu einem abrupten Ende diesen Monat. Hier kommen Lügen oder Falschheit zu einem Ende. Entweder habt ihr euch lange selber belogen oder jemand war nicht so ganz ehrlich zu euch. Das hört auf diesen Monat. Hier ein Entscheidungsweg im Thema eines Mannes, einer Affäre könnte sein. Entweder ihr beendet die vielleicht oder vielleicht bekommt ihr hier die Nachricht, wo ihr dann nicht so wisst, wie ihr euch entscheiden sollt. Oder es geht hier um euer eigenes Befinden. Wenn ihr euch so entscheidet, könntet ihr euch gut fühlen. Wenn ihr euch so entscheidet, geht euer Selbstwert und ja, euer Selbstbewusstsein hier in die schlechte Richtung vielleicht. Die Sonne haben wir geklärt, euer Gegenüber haben wir geklärt, euch selbst haben wir geklärt, das Haus haben wir geklärt. Den Berg noch nicht, der Berg steht für Probleme, die gelöst werden können. Hier kommen Probleme aus der Öffentlichkeit, vielleicht hat es auch mit eurer Familie hier oben zu tun, auf euch zu, aber das sind Dinge, die gelöst werden können. Dann das Kind steht hier für einen Neuanfang. Ihr wünscht euch hier einen Neuanfang in diesem Entscheidungsweg hier. Dann befasst euch doch mal mit euren Wünschen und dann würde ich euch empfehlen, hört auf euer Bauchgefühl. Das ist meistens die beste Entscheidung, alles andere ist meistens nur ein Umweg. Probleme bei einem Neuanfang, das ist wahrscheinlich hier auch diese Entscheidung. Da wisst ihr noch nicht, wie ihr euch entscheiden sollt, aus irgendeinem Grund. Dann befasst euch doch mal hier mit dem Problem erst, bevor ihr euch entscheidet. Dann das Klee, das Glück liegt hier in den Wegen. Von eurem Entscheidungsweg ist euer Glück abhängig. Ich würde euch empfehlen, entscheidet aus dem Bauchgefühl, alles andere ist meistens ein Umweg. Die Störche stehen auch für einen Neuanfang, die liegen hier in den Mäusen. Der Neuanfang geht in den Verlust. Vielleicht bei dem einen oder anderen klappt der Neuanfang nicht. Oder ihr könnt euch noch nicht entscheiden. Ihr wisst noch nicht, wie ihr euch entscheiden sollt. Den Anker haben wir bereits geklärt. Das Herz haben wir geklärt. Die Bücher haben wir geklärt. Aber nochmal da, um da drauf zu kommen. Ihr habt vor euch selbst nicht, aber vor anderen irgendwie ein riesengroßes Geheimnis. Ich weiß nicht, was ihr da mit euch rumschleppt. Ich überlege gerade. Ja, vielleicht geht es um diesen Entscheidungsweg, was euer Gegenüber betrifft. Euer Gegenüber liegt ja hier auch in den Störchen, auch im Neuanfang. Vielleicht haben viele schon das Gefühl, sie wollen diese Beziehung gar nicht weiterführen, sind aber noch nicht selber ehrlich zu sich selbst oder sagen ihrem Partner noch gar nichts.
von der Entscheidungsidee, dann würde das auch Sinn machen. Dann kann es sein, dass ihr so überlegt, ja, trenne ich mich nicht. Und es zieht sich aber noch einen Monat, zwei oder vielleicht sogar drei. Gut, dann den Ring haben wir schon geklärt, den Sarg noch nicht. Was kommt hier zu einem tatsächlichen, endgültigen Ende? Euer Gegenüber tatsächlich. Also hier gehen viele Beziehungen bestimmt vorbei, aber auch nicht wieder von vorne los, sondern hier tritt dann ein neuer Partner entweder auf die Bildfläche oder eure Beziehung geht ganz neu weiter. Vielleicht gibt es, ich weiß es nicht, so eine Auseinandersetzung oder so eine Veränderung. Der Sarg bedeutet immer, danach kann schon was weitergehen, aber es geht nie weiter wie davor. Es geht einfach ganz neu los, wenn. Der Hund steht für Treue und Loyalität oder für Freundschaft. Der liegt hier auf euch selbst. Ihr liegt auf dem Hund. Ja, wie gesagt, entweder ist euch Freundschaft, eure Freunde sind euch vielleicht gerade wichtig oder sind auch hier eure Ratgeber in euren Gefühlsproblemen. Oder ihr seid euch eigentlich schon sehr sicher, was ihr fühlt und was ihr möchtet. Ihr kommt irgendwie nur noch nicht in die Umsetzung, sagt mir mein Gefühl. Dann der Fuchs. Der Fuchs liegt in den Lilien. Das könnte sprechen für eine Affäre mit einem älteren Mann. Oder dass ihr jemanden ausnutzt. Also da bietet euch jemand Hilfe an und ihr nutzt ihn vielleicht mehr aus als. Ja, ihr wisst halt einfach, dass ihr diesen Menschen ausnutzt und er ist gutmütig und ihr nehmt da mehr als sein müsste. Was es noch bedeuten könnte, dass ihr den falschen Helfer in einer gewissen Sache habt oder Hinterlist in der Familie könnte es noch bedeuten. Gut, dann der Schlüssel. Der Schlüssel steht für etwas kommt mit Sicherheit. Das tritt mit Sicherheit ein. Die Sonne. Das ist ganz schön. Das heißt, hier eure Wünsche gehen diesen Monat oder ich würde sagen, einer eurer Herzenswünsche geht diesen Monat auf jeden Fall in Erfüllung. Das sagt die Karte und die hier unten auch. Den Bären haben wir bereits geklärt. Die Blumen, ja, die hatten wir hier oben mit dem Kreuz, dass ihr hier irgendwie ein negatives Gefühl habt und nicht so in eurer Leichtigkeit seid wie sonst. Die liegen hier im Schlüssel. Das ist schön zu sehen. Das heißt, hier oben, dieses Gefühl hört bis zum Ende des Monats auf und ihr kommt hier wieder in eure Kreativität und in euer, ja, in das Gefühl, wie ihr eigentlich seid, wenn es euch gut geht. Der Turm liegt in den Fischen. Der Turm auf den Finanzen heißt irgendwie, könnte es finanzielle Stagnation geben, deswegen wünscht ihr euch vielleicht auch einen Neuanfang finanziell. Könnte das auch bedeuten, dass ihr mit niemandem so über die Finanzen redet, aber eure Finanzen euch sehr belasten? Mein Gefühl sagt mir aber, die Finanzen werden tendenziell besser als schlechter. Dann den Baum haben wir schon geklärt. Und das Schiff haben wir geklärt. Liebe Fische, das war eure Legung zum Januar. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Und wenn ihr jetzt sagt, ein Bereich für euch persönlich wird euch noch genauer interessieren, dann könnt ihr mir einfach auf Instagram schreiben. Ich biete ja auch persönliche Legungen an. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und dann sehen wir uns im Februar wieder. Ciao!